Allah subhanahu wa ta'ala sagt, an dem Tage, da weder Besitz noch Söhne etwas nützen, sondern nur der gerettet wird, der mit reinen Herzen zu Allah kommt. Ein Vers aus dem Koran, der leider häufig falsch verstanden wird. Ach, mein Herz ist rein. Ein Satz, den man häufig hört. Das ist die Art und Weise, wie Menschen ihr Gewissen unterdrücken. Es hindert uns daran, uns Allah subhanahu wa ta'ala komplett zuzuwenden und uns an seine Grenzen zu halten. Doch was bedeutet eigentlich diese Reinheit des Herzens? Reicht es nach den Geboten des Korans nicht aus, niemandem Schaden zuzufügen und dann zu glauben, ein wahrer Gläubiger zu sein? Das Konzept eines gesunden Herzens ist nicht die Reinheit des Herzens, die manche Menschen darunter verstehen. Denn der Koran definiert ein gesundes Herz als jenes, das sich Allah subhanahu wa ta'ala vollständig unterwirft. Alles andere ist im Grunde genommen eine Selbsttäuschung, sich von seinen islamischen Verpflichtungen freizusprechen. Ein reines Herz ist im islamischen Kontext ein Herz, das von allen Formen der Unreinheit frei ist, die einem von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen. Einer mit reinem Herzen hält sich von weltlicher Gier fern, Egoismus, dem falschen Neid und Hochmut. Infolgedessen bindet es sich nicht an weltliche Dinge, sondern nur an Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist also nicht Ruhm, Macht oder Ansehen, was es begehrt, sondern einzig und allein Allahs Wohlgefallen. Und das sind diejenigen, die wirklich ein reines Herz haben. Mein Herz ist rein, also wird Allah mir vergeben. Diese Worte, die in Wirklichkeit nichts anderes als ein Selbstbetrug sind, werden benutzt, um seine eigene Schwäche zu unterdrücken. Doch wir sehen, ein wahrer Gläubiger zu sein, erfordert mehr als einfach nur zu behaupten, ich habe ein reines Herz. Das kann jeder von sich behaupten und das tun auch tatsächlich viele. Das Üble daran ist, dass man dabei die meisten Gebote des Islam plötzlich außer Acht lässt. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin gut zu meinen Mitmenschen. Ich lästere nicht. Also habe ich ein reines Herz. Gute Moraleigenschaften sind definitiv notwendig, um darauf zu hoffen, unter denen mit reinen Herzen zu zählen. Doch ihr stimmt mir sicherlich zu, dass das nicht alles sein kann. Es ist wie jemand, der einen Teil des Koran akzeptiert und einen anderen Teil nicht. Entweder wir akzeptieren den ganzen Islam oder nicht. Man kann doch kein halber Muslim sein oder selber bestimmen, wann man ein guter Muslim ist. Das Hauptkriterium für einen wahrhaftig Gläubigen macht uns Allah subhanahu wa ta'ala deutlich. Es ist nicht das Gute, wenn ihr eure Angesichter in Richtung Osten oder Westen wendet. Das Gute ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, den jüngsten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, den Verwandten gibt, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Freikauf von Sklaven, dass man das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet. Es sind diejenigen, die ihr Versprechen einhalten, wenn sie es gegeben haben. Und diejenigen, die in Elend, Not und in Kriegszeiten standhaft sind. Sie sind es, die wahrhaftig und gottesfürchtig sind. Liebe Geschwister, nicht wir legen fest, wer ein wahrer Gläubiger ist und somit ein reines Herz hat, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat es bereits im Koran definiert. Der Weg, der uns vor der ewigen Strafe des Höllenfeuers retten und Allahs Zufriedenheit erlangen lassen soll, besteht nicht darin, nur als guter Mensch mit reinem Herzen bekannt zu sein, sondern ein Gläubiger zu sein, der glaubt und tut, was Allah ihm im Koran mitgeteilt hat.